Hallihallo Leute und herzlich willkommen zur finalen Runde von Randale mit Albert. Randale mit Albert, Folge 8. Ja, da sind wir zum letzten Mal hier in diesem schönen Söldnerbildschirm. Und heute geht es auf die letzte Karte. Nämlich in das Gefängnis. Wir sind mittlerweile schon bei unserer letzten Randale mit Albert angekommen. Auf diesen ganzen anderen schönen Karten haben wir mittlerweile schon schöne Highscores, um in unseren Albert allesamt einen Doppel-S-Rang. Die letzten oder den letzten schönen Highscore haben wir in der letzten Aufnahme geholt, und zwar 638.000 Punkte in der Versammlung. Nun heißt es, dass Gefängnis aufräumen. Das Gefängnis, im Übrigen auch die Karte, auf der wir am wenigsten Doppel-S-Ränge haben. Nämlich bisher ganze 3 Stück. Ein davon mit Cheva BSAA. Was ich nicht so ganz verstehen kann, aber doch durchaus der Fall ist. Ansonsten haben wir selbst mit unserem Wesker Schwarz nur einen normalen S-Rang. Das gab's vorher, glaube ich, auch noch nicht. Also eine ziemlich heftige Karte. Es soll ja sogar die schwerste Karte sein. Ich werde mich dazu einfach mal noch nicht äußern. Ich werde nur so viel sagen, dass ich diese Karte mittlerweile gut geübt habe und denke, bereit für meine Randale zu sein. Im Übrigen auch, was auch ganz lustig ist, diese Karte, beziehungsweise diese Randale mit Albert, von dieser Randale mit Albert wusste ich noch gar nichts, als ich Randale mit Albert angefangen habe. Denn zu der Zeit gab es diese Karte noch nicht. Wir hatten das Gefängnis noch gar nicht freigeschaltet. Jetzt haben wir das Gefängnis allerdings freigeschaltet und jetzt werden wir dort unsere Randale mit Albert abschließen. Gut, dann würde ich mal sagen, mache ich jetzt genauso wie in den anderen Randalen und erzähle im Vorfeld so ein bisschen über diese Karte. Wie ist diese Karte? Sie ist ziemlich schwer. Das schon mal, ja, weil es alles sehr verwinkelt ist und weil man diese ganzen Fetten hat. Einmal den normalen Henker, der hier eigentlich auch nicht normal ist, sondern so ein bisschen Überimber. Ich glaube, er hält das Dreifache oder zumindest das Doppelte von dem aus, was der in der Versammlung aushält. Und dann haben wir den Samurai. Und zwar insgesamt 3 Samurais und 2 Henker. Also, so gesehen, die ganze Randale über werden wir von diesen Mistviechern verfolgt und gestört dabei, unsere Kombo zu halten und uns durchs Gefängnis zu kämpfen. Das ist, ich würde nicht sagen negativ, aber das ist relativ schwierig. Dann, was noch dazu kommt. Diese Karte ist halt sehr verwinkelt und die Zeiten, es gibt sehr viele Zeiten und alle, sie bringen nur sehr wenig. Bedeutet, man muss viel laufen, um an die ganzen Zeiten zu kommen. Das ist auch noch, ich würde sagen, so ein kleiner Nachteil. Dann, ein Vorteil dieser Karte, es gibt nur eine einzige Ebene. Bedeutet, man kann sich die ganze Zeit irgendwo befinden, wo man gerade will. Völlig egal, es spawnen immer Gegner und ich glaube, da die Gegner von oben spawnen, muss man so gesehen auch nicht großartig auf die Gegner warten, weil sie halt ja rechtzeitig dann ankommen. Das ist schon mal sehr gut. Und ansonsten, oh gut, es gibt keine Duvalias. Und die Dödelgegner, es geht mit Dödelgegnern. Es gibt dafür sehr viel King Kong. Aber wer meine Randale mit Albert in den Minen gesehen hat, der weiß, dass King Kong kein allzu großes Problem sein wird. So viel zu dieser Karte. Ansonsten muss ich sagen, ich finde diese Karte unglaublich geil, allein schon wegen der Kulisse. Man befindet sich halt auf dem Vulkan, warum auch immer jemand ein Gefängnis auf einen Vulkan baut. Aber das stellen wir einfach mal nicht in Frage. Da wird sich Capcom mit Sicherheit irgendwas bei gedacht haben. Oder zumindest die Type, die es gebaut hat. Gut, jetzt habe ich allerdings noch eine kleine Extra-Nachricht, was diese Karte angeht. Denn ich muss ehrlich sagen, die Art und Weise, wie diese Karte normalerweise gespielt wird, ist schweinelangweilig. Und zwar dadurch, da es nur eine Ebene gibt. Das soll bedeuten, normalerweise ist es nicht so, dass wir wie auf anderen Karten hier uns über die ganze Karte schlachten. Nein, sondern eigentlich ist es hier so der Fall, dass nur eine Ebene gibt, dass man am Anfang alle Zeiten mitnimmt. Alle Zeiten, die es halt gibt, oder so ziemlich alle Zeiten. Und dann geht man am Ende ganz nach oben, weil da halt die Gegner spawnen und tötet einen nach dem anderen. Ja, das finde ich, muss ich ehrlich sagen, etwas langweilig. Und deswegen habe ich mir eine kleine Challenge für diese Karte ausgedacht. Ich werde noch nicht sagen, was es ist. Aber gut, ich glaube, die meisten von euch, die können sich das jetzt ohnehin schon denken. Vor allem, weil es nur eine Ebene gibt. Aber ich will noch nicht sagen, was für eine Challenge das ist. Ihr werdet es gleich früh genug sehen, wenn die Randale beginnt. Und dann würde ich auch schon sagen, können wir beginnen mit unserer Randale mit Albert.
Vorher vielleicht noch eine Sache, und zwar, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an die letzte Runde im Gefängnis mit unserem guten Albert. Die sah ja nicht so toll aus. Nein, nämlich genau so. Hör auf mich zu verarschen, ganz. Was? Albert? Was war das gerade? Albert, was ist los mit. Hallo? Das ist mir noch nie passiert. Albert, was ist mit dir? Seit wann passiert denn hier sowas? Aber ist das die Map? Ist das mein Glück heute? Sogar Albert kriegt der übel auf die Fresse. Das kann nicht wahr sein. Okay. Oh, wow. Das ist nicht gesund. Okay. Okay. Ich verstehe das gerade nicht so ganz, aber okay. Er steht dort und guckt doof. Okay. Es ging auch noch daneben. Nee, aber ganz im Ernst, das ist ein Scherz. Ich habe vor 2 Tagen noch Randale mit Orbot gespielt. Haben wir gegen dieses fette Viech da angelegt. Und er war binnen 3 Sekunden tot. Und jetzt sowas? Okay. Ich glaube, an diese Karte muss ich mich echt noch gewöhnen. Okay, das ist der normale. Das ist der normale? Bams, bams! Wieder! Wieder! Okay, er hält ja auch mehr aus. LOL! Was halten die Gegner hier aus? Ich bin gerade schockiert von dieser Karte. Ich bin gerade schockiert. Ich habe Onkel Albert, hallo? Bams! Weißt du was? Okay. Das ist heute nicht mein Tag. Das ist heute nicht mein Tag. Sag mal, wo ist die Zeit hier überall? Die ist ja an den merkwürdigsten Orten. Es sind immer nur 30er. Das wird eine Karte, die muss ich ganz böse üben. Ganz viel, ganz oft und ganz böse werde ich diese Karte üben müssen. Bombs. Oh nein. Oh nein, ich will den nicht. Ganz im Ernst, ich will den nicht. Ich will den nicht. Ja. Okay, die Karte ist echt böse. Da ist noch ein King Kong. Ja, das war nicht so toll, aber das werden wir jetzt ändern. Und wisst ihr was, Leute? Darauf könnt ihr euch verlassen. Deswegen würde ich sagen, letzter Go in unserer letzten Randale mit Orbat. Los geht's. Gott, das ist okay. Wo ist mein Freund? Da ist mein Freund. Eins. Zwei, drei und weg. So, Nummer 1. Platz nicht, weg mit dir. Und Zeit Nummer 1 von 11. Los geht's. Jetzt räumen wir das Gefängnis auf. Blendgranaten. Nehme ich gerne mit. Du möchtest die Nummer 5 werden, oder? Kannst du gerne haben. Bams! Lass mich verzieh dich. So. Oh, die kannst du mir doch gerne geben. Und du gehst dafür fliegen. Gut, weiter. Weg mit dir. Und 2 von 11.
So. Bewegt euch, Kollegen. Bewegt euch. Ja, genau so. Liegen bleiben. Jetzt werden wir das Gefängnis mal so ein bisschen aufräumen. Denn Onkel Albert ist wieder da. Boon! Gute Nacht, Boon. Bams, bams! Ich habe keine Zeit für Dödelgegner. Ich sagte gerade, ich habe keine Zeit für Dödelgegner. Ich muss weiter. Oh, der erste King Kong ist auch schon, auch schon da. 3 von 11. Und auf die Knie mit dir. Das hätte ich gerne. Und das andere auch. Verzieh dich. Danke. Du willst mich schlagen? Ich glaube doch eher nicht. So. Egal, wie die Umstände hier im Gefängnis bisher waren. Jetzt, wo Onkel Albert wieder da ist, wird es nicht besser. Mann, ich stirb doch nicht alle Ketchup. Gegners? Da ist... Ey, ich stirb doch nicht alle Ketchup. Gegners? Bewegt euch mal eine Runde, ihr Lamm. Oh, oh. Okay. Dann halt du. Und jetzt du. 1, 2, 3. Weg. King Kong. King Kong, dein Ernst? Dein Ernst? Nein, nicht dein Ernst. Ich denke ja mal eher nicht. Ich sterbe aber echt alle die Catchlight, was soll das? Du auch? Ja, natürlich, lol. Na, was soll's? Fress das und ich hab die 4 von 11. So. Lass mich jetzt eine Runde brennen und du hör auf, mich zu verarschen. Weg. Bis hier eigentlich habe ich gar keine Zeit für euch. Ich habe einen festen Plan, den ich befolgen muss. Und der führt in genau diese Richtung. 38. Und noch mehr Blendgranaten. Geh fliegen. Oh oh, Doppel King Kong. Doppel King Kong. Und lol. Okay, Doppel King Kong stirbt doch mal direkt. Das war cool. Sag mal, warum stirbt natürlich Ketchup? Alter. Ja, oder Dödel, weg mit dir. Danke, Handgranaten. Nehme ich mal mit. Keine Ahnung, was noch kommt. Lol, da steht sogar einer. Ich muss ihm die Tür aufmachen. Er hat mich eingesehen, selber die Tür aufzumachen. Weg. Haben die was? Nee, haben sie nicht. Moin. Das nehme ich gerne mit. Auch noch wieder Chinese. Verzieh dich. Dankeschön. Okay. Arms. Toll. Okay. Benimmregeln gelten für euch alle. 5 von 11. Auf dich und deine verdammte Verwandtschaft. Ich habe das Gefühl, die Regeln hier im Gefängnis müssen doch nochmal etwas angezogen werden. 56. Nein, weg. Ganz weg. So. Okay, gleich ist wieder soweit. Gleich haben wir 60. Gleich haben wir 60. Da ist er, okay. Okay. 2, 3. Oh, King Kong, ernsthaft? Okay, King Kong. Um dich kümmere ich mich gleich. 3, 4, 5 und weg. Klotz nicht, piss dich. Klotz nicht, piss dich. So. Ja, der lebt noch? Arschlöcher. Da brauche ich mal eben. Okay. Und weiter. Oh. Ja, lass uns ruhig brennen. Das soll nicht mein Problem sein. Weg mit dir. Oh, wieder zwei King Kong.
Nicht schlecht. 73. Und 74. 6 von 11. Die Hälfte. Okay. King Kong, weißt du was? Nein. Danke. Und, hä? Weg mit dir. Ich habe keine Zeit für euch. Du kommst gerade richtig. Ja, bleib liegen. Machst du gut. Immer schön liegen bleiben. Und du genauso. 7 von 11. Auf die Knie, auf den Boden. Auf Wiedersehen. Und noch eine Blendgranate. Kumpel, beim nächsten Mal pass auf, wo du was hinwirfst. Okay. Ja, denn sonst passiert genau das. Und das wollen wir doch nicht. Oder? Nein, wollen wir nicht. 87. So. Und weg mit euch. Er dödelt. Natürlich dödelt er. Nein, tut er nicht. So. Oh, er dödelt natürlich auch. Mist, wie. Verarschen, weg mit dir. Und tschüss. 8 von 11. Oh, du hast Feuer in der Flasche. Das ist ja wirklich wunderbar. Freut mich für dich. Und du hast nur eine Flasche. Konntest du was der Feuer leisten, wa? Kann passieren. Weg. Oh, oh. 1, bam. 2, 3. Liegen bleiben. Okay. Und weg. So. Einer noch. Einmal wird so interessant. Oh ja. Mein King Kong. Steh nicht im Weg. 9 von 11. Okay. 105. Hier bin ich. Hallo. Und der nächste. Augenblick 2. Die 107 und die 108. Sehr schön. Gegner? Da ist einer. Weiter. Ja, ich weiß, dass du dich vermisst hast. Ich hab dich mindestens genauso vermisst. Okay, King Kong. King! Mach die. Oh, mach den Kopf da weg. Okay. Und weg mit dir. Gut. Oh, mein Kollege, hier bin ich. Oh. Weg. Lord Snake. Weg. 10 von 11. Wiedersehen. 120. Okay, jetzt wird's wieder interessant. Jetzt wird's das letzte Mal interessant. Okay, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Bams! Da ist er. Oh, bams! Weg! 2. Bams! 3. 4. 5. Gute Nacht, Kollege. Nein! Bams! 27. Weg mit dir. Weg mit... Okay. Ich hab genug von den Dingern, keine Sorge. 30. 31. 32. Noch einer? Nein, die wirst du auslassen.
Vergesst es. Das ist meine finale Runde. Diesmal nicht. Nee, vergiss es. Keine faulen Ausreden. 11 von 11. Oh, King Kong. Du Arschloch. 42. 43. Ja, okay. Okay. 7 Stück noch. 7 Stück noch. 6. 5. Nein, das wirst du schön sein lassen. 3. 2. 1. Und Exitus. Yes! Holy shit, yes! Yeah. Yes! Yes! So muss das nämlich aussehen. So muss das nämlich aussehen. Oh mein Gott. Yes! Besiegte Gegner. 150. Maximale Combo. 150. Punkte. 481.275 Punkte. Und einen Doppel-S-Rang. Ja, Leute. Damit hätten wir auch das Gefängnis geschafft. Und somit alle Karten mit einer 150er-Kombo und alle Karten mit einem schönen Highscore beendet. Und der ein oder andere, der weiß jetzt wahrscheinlich auch, von was für einer Challenge ich gesprochen habe. Nämlich die Challenge war, die ganzen Zeiten während des Kampfes einzusammeln. Bedeutet, den Kampf bereits angefangen zu haben und danach halt alle Zeiten einzusammeln, sprich sich einmal quer durchs Gefängnis zu kämpfen. Und das hat doch relativ gut funktioniert. Ja Leute, damit geht Randale mit Orbat zu Ende. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich nach dieser Randale nicht so, wie ich mich normalerweise nach einer Randale freue. Einfach aus dem Grunde, weil ich besonders auf dieser Karte eine wirklich sehr, sehr üble Fail-Runde hatte. Es war eigentlich eine richtig geile und auch richtig knappe Runde. Allerdings wurde diese Runde nicht aufgenommen. Beziehungsweise doch, sie wurde aufgenommen, aber der Ton wurde dazu nicht aufgenommen. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, bin ich jetzt immer noch von dieser Runde ein bisschen enttäuscht. Dazu hatte ich noch eine andere Fail-Runde, auch in meiner Randale mit Orbat. Also das ist jetzt so gesehen meine dritte richtige Randale mit Orbat, die ich aufgenommen habe. Die ersten zwei Randalen gingen daneben. Die allererste, die ist zwar aufgenommen und hat auch funktioniert. So gesehen, also im Sinne von der Aufnahme halt. Ton wurde aufgenommen und Spiel wurde aufgenommen. Nur dummerweise ist der letzte Gegner hängen geblieben. Ja, ich hing irgendwo oben in der Wand. Das kommt selten, bei mir kommt das sehr selten mal vor. Aber ausgerechnet in meiner Randale mit Orbat blieb genau dieser Typ hängen und das hat mich die erste Runde gekostet. Ja, danach war ich schon ein bisschen angepisst, habe aber trotzdem weitergespielt. Meine zweite Aufnahme von Randale mit Orbat, die hat sehr gut funktioniert. Ich hatte eine wirklich geile und auch sehr knappe Runde. Allerdings dummerweise wurde da der Ton nicht aufgenommen. Und das hat mich noch mehr demotiviert und jetzt habe ich eine kurze Pause gemacht. Hab's jetzt zum dritten Mal versucht, es hat funktioniert. Ich hatte geile Punktzahl, oder was heißt ich habe eine geile Punktzahl, sogar mehr als ich in meiner ersten Randale hatte. In meiner zweiten, die, wo der Ton nicht aufgenommen wurde. Allerdings muss ich sagen, bin ich noch so ein bisschen, ja, enttäuscht von den ersten beiden Runden. Ich habe mir das so ein bisschen anders vorgestellt. Aber nichtsdestotrotz, Randale mit Orbat ist geschafft. Ich habe jetzt auch eine geile Runde geschafft. Und, bin doch relativ zufrieden. Ja, Leute, und damit würde ich sagen, geht dann Randale mit Orbat zu Ende. Und damit wären auch die Söldner vorbei. Ja, Leute, wir haben jetzt auf jeder Karte eine Randale mit Orbat gemacht. Wir haben auf jeder Karte einen richtig geilen Highscore. Und wir haben auf jeder Karte 150 Gegner in einer 150er-Kombo getötet. Dazu haben wir jetzt auf jeder Karte mit jedem Charakter entweder einen S- oder einen Doppel-S-Rang. Sprich, die Söldner sind vorbei. Und Randale mit Orbat ist vorbei. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich habe irgendwie so das komische Gefühl, Leute, vielleicht kennt ihr das, ich habe so das komische Gefühl, irgendetwas vergessen zu haben.
Ja, nur das ist merkwürdig. Denn ich weiß absolut nicht, was das sein könnte. Ja, ich weiß. Leute, ich sollte aufhören, so unterirdisch schlechte Witze zu bringen. Denn, Leute, wir wissen doch ganz genau, was noch fehlt. Deswegen frage ich euch, Leute, habt ihr noch etwas Zeit? Okay, dann würde ich sagen, machen wir es jetzt nochmal auf die richtige Art und Weise. Schnauze, du bist auch noch gleich dran. Erstmal nehme ich die Blendgranaten mit und dann weg. Oh, danke. Und die erste Zeit. Ihr beide könnt direkt mal... Yassa! Das Zeitliche segnen. So. Und die nächste Zeit. Dann gehen wir eine Etage tiefer. Yassa! Und holen uns die vierte Zeit. So. Und noch mehr Blendgranaten. Und die fünfte Zeit. Dann haben wir unseren Freund. Nämlich nicht, weil er anscheinend gerade woanders ist. Okay, ganz wie du meinst, Kollege. Zu dir komme ich ohnehin noch früh genug. Nein, weg. Ich sagte, nein, weg. Danke. Und das Huhn hier frisst das. Und noch eine Blendgranate. Und noch eine Zeit. Und die nächste Zeit. Und noch eine Zeit. Und dann geht's schon zur letzten Zeit. So. Okay, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir die Spiele beginnen. Alles klar, da ist er. Da ist er. King Kong, geh weg. Eins und Bams, 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 Bams. Bams. So. Das wäre der erste. Schnauze und weg. Da würde ich jetzt gerne lang gehen. Verpiss dich. Wobei du noch schon mal liegst. Bombs. Gut. Gegners, wo seid ihr? Ich erwarte euch. Oh, King Kong. King Kong, geh weg, King Kong. Du störst. Dödelgegner, du störst. Auch. Was ich jetzt auch immer nicht so voll finde, ist. Dass ihr nicht so gut mit Dödelgegnern fertig werden kann. Man muss wirklich ganz genau vor ihnen stehen. Und man hatte dummerweise doch einige Dödelgegner.
Weg mit euch! Und die letzte Zeit. Okay, da ist unser Freund und Kollege. Nein, das wirst du nicht tun. 1, 2, 3 und 4. Und 5. Arschloch. Und King Kong, weißt du was? Bams. Bams, Alter. King Kong, weißt du was? Geh drauf. Geh drauf. Danke. Nein, das wirst du nicht tun. Bams. Dance. So. Und als nächstes, noch ein Gegner. Weg mit dir. Dann halt so. Mein Gott. Hä, wieso brennt der? Ich hab eine Brenngranate geworfen. Aber gut, dann brenn halt. 32. 33. Weg mit euch. Ja, am besten kann man hier oben drauf bleiben auf diesem schmalen, auf der schmalen Brücke. Denn da kommen die Gegner zumindest nur, ja, so gesehen von zwei Seiten. Ansonsten, wenn man hier oben ist, kommen sie von allen möglichen Seiten, wie jetzt gerade. Und das ist ungeil. Blendgranate? Blendgranate. Blendgranate. Danke. Weg. 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 Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Und nochmal weg. Ja, man kann halt am besten oben drauf bleiben, weil man dann nicht das Problem hat, sich zum Beispiel Gegner oder ein King Kong um einen umzustellen. Das ist auch mal ziemlich doof. Und vor allem kommen diese Dicken dann auch aus einer Richtung. Und kreisen eigentlich ein. So, gut. Na, noch eine. Wobei, 48, der müsste eigentlich gleich schon wieder um die Ecke kommen. Oh, er ist schon wieder da. 1, 2, 3, weg, 4, 5, 6, danke. Oh Gott, hält denn so viel aus. Ja, ich muss ehrlich sagen, es ist mal die Art und Weise, was man eigentlich machen soll, aber ich finde diese Art und Weise fast noch ein bisschen schwieriger, weil man immer die ganze Zeit auf beide Seiten aufpassen muss. Verpiss dich, was willst du hier eigentlich? Oh, ein Dödelgegner. Oder ist die ganze im Orbit? Ich weiß es nicht. Oh. Mit dem anderen Orbit, muss ich ehrlich sagen, habe ich diese Art und Weise, das Gefängnis zu spielen, nie versucht. Sondern immer nur... Ja, halt das ganze Gefängnis zu laufen. Wie in meiner letzten Randale. Ups, das war die falsche Waffe, glaube ich. Nein, du schlägst mich nicht. King Kong. 1, 2, 3 und weg. Ja, King Kong zu töten, das ist auch noch so eine Seuche für sich. 1, 2, denn es dauert so lange. Gott. Aber gut. 63. Nein. Oh, versuch die Gegner mal am Kopf zu treffen. Ja, das meine ich. Wenn man nicht genau von den Gegnern steht, dann... Was? Was zur Hölle? Das ist die falsche Waffe. Wenn man nicht genau von den Gegnern steht, dann... dann sterben sie nicht, wenn man mit dem Schrotgewehr schießt. Aber zum Glück kriegen wir hier so viele Blendgranaten. 70! Das bedeutet, gleich müsste unser nächster Freund wieder... wiederkommen. Moment mal, aus welcher Richtung kam der? Ne, ich glaube, der kam aus genau dieser Richtung hier. 75, King Kong. Weg mit dir. Du erfüllst keinen Zweck. Geh weg, ich mag dich nicht. 1, 2, 3, runter und bams. Super. 78, jetzt ist aber schon sehr eng. Er müsste eigentlich jede Sekunde wieder da sein. Weg. Oder kommt er doch aus dieser Richtung? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz schlüssig, aus welcher Richtung er nochmal kommt. Hier ist er nicht. Weg! Vielleicht ist auch wieder irgendwo hängen geblieben. Ne, im Ernst, wo ist der? Irgendwie ist der Typ nicht da. Ja, manchmal da spawnen die Gegner so ein bisschen. Also ich spawn nicht später, aber sie bleiben irgendwo hängen und ich glaube, der ist auch mal wieder so ein bisschen hängen geblieben. Ja, wobei die Gegner sind ja ohnehin alle so ein bisschen hängen geblieben. Ah, da kommt er ja. Und das ist das Gute, er ist genau auf diesem schmalen Grat. Jetzt bedeutet, man kann ihn so wunderbar nacheinander töten, ohne dass einem ein anderer Gegner in den Weg kommt. Ach komm, verzieh dich. 91. Und Dödelgegner.
Ja, schlauer Gegner, ganz schlauer Gegner. Weißt du was? Geh fliegen, ganz im Ernst. Geh fliegen. 94. Und dann hängt man halt die ganze Zeit hier oben rum und ja, tötet einen nach dem anderen. Und das ist halt so gesehen die langweilige Art und Weise. Es ist zwar nicht so spannend, aber trotzdem auch nicht allzu einfach. Boah. Einfach aus dem Grunde, weil man hier wirklich direkt vom Spawnpunkt der Gegner ist. Oh Gott. Leute, da stehen sie alle aufgereiht. Meine Güte, vergiss noch eine Granate. Haben wir aber nicht mehr. Das bedeutet, sobald man einen getötet hat, kommen sofort wieder neue. Yasser. Und das ist halt ein bisschen blöde. Weil man dann immer maximale Gegnerzahl hier hat. Unter anderem King Kongs und die Fetten halt. Und Haufenmann, die blöden Gegner. Ach, King Kong, weißt du was? Bleib liegen. 109. Und 110. Okay, 40 Stück noch. Aber sonst eigentlich relativ easy. Ich glaube sogar mit dem anderen. Oh, but. Nochmal um einiges einfacher, weil der besser mit den King Kongs und mit den... blödes Arschloch. Mit den King Kongs und den Fetten besser klarkommt. So. Nein. Ich sagte nein. Was? Oh, ja doch, zu brennen, du Affe. Haben wir noch was zum Heilen? Nee, toll. Weg. Lag hier nicht irgendwo Kraut rum oder so? Nee, lag kein Kraut rum. Okay, das ist jetzt etwas blöde. Vor allem, weil gleich bei 120 der nächste Fette wieder kommt. Oh, oh, super, da ist er. Okay, das könnte jetzt ungeil werden. Okay. 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 Okay, 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 okay. Back. Back in Kong. Bams. Und drauf da. Back. Oh je. Back. Und jetzt 1, 2, 3. Oh, er lebt noch. Oh Gott. Okay. Okay. Oh, 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 okay. Oh, Oh Gott, was ist das denn hier? Das geht ja alles in die Luft. Ich lebe noch. Okay, die Kombo steht noch. Und ich lebe noch. Wobei, das war echt knapp. Nur wegen einem verdammten fehlenden Erste-Hilfe-Spray. Runter. Es können nicht mehr viele sein. Ich habe schon ein paar Vorfeld getötet. 36. 38. Weg mit dir, King Kong. Danke. Okay. 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 Ich muss gar nichts mehr töten. Weißt du was? Du bist mit Sicherheit... Genau. 43. Oh! 44. Okay, okay. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Und das hat auch in der Tat beim ersten Mal funktioniert. Okay, was heißt beim ersten Mal? Wir haben ein paar Mal den Start verkackt, aber ansonsten hat das... doch direkt, mehr oder weniger, direkt noch erstmal funktioniert. Gut. Besiegte Gegner 150. Maximale Combo 144. 531.000 Punkte. Ja, da muss ich ehrlich sagen, das ist etwas, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Und zwar dafür, dass ich nur hier oben war. Habe ich jetzt eigentlich nur 50.000 Punkte mehr als beim durchs ganze Gefängnis rennen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Denn, wenn man durchs ganze Gefängnis läuft, da muss man um einiges mehr Gegner abknallen, die ja, auf die man keine Melee mehr anwenden kann, weil sie zu weit weg sind, zum Beispiel. Oder ich hatte auch, ich kann mich erinnern, in meiner anderen Randale vorhin, da hatte ich ziemlich viele Kopfschüsse. Die hatte ich hier jetzt nicht, oder? Deswegen wundert es mich, dass ich hier nur 50.000 Punkte mehr habe. Das sind eigentlich nur 50.000 Punkte. Das sind 10 Gegner mehr Melee getötet. So gesehen, oder... Ah ja, daran wird's wohl liegen. Ich habe hier weniger Gegner mit Melee getötet, oder? Wobei, wodurch sind sie sonst draufgegangen? Ich kann mir vorstellen, einige sind wahrscheinlich noch durch das Schrotgewehr draufgegangen. Aber ansonsten... weiß ich nicht, warum ich so gesehen nur 50.000 Punkte... warum ich nur 50.000 Punkte mehr habe, als bei meiner Randale eben. Aber gut, wir haben einen neuen Highscore, nämlich... einen neuen Highscore von 531.563 Punkten. Das ist
Auch nicht schlecht. Ja, damit hätten wir jetzt aber überall S-Ränge oder Doppel-S-Ränge. Ich würde sagen, gucken wir uns die Karten nochmal eben kurz durch. Fangen wir bei der ersten Karte an. Dort haben wir 638.000 Punkte. Dank unserer letzten, ja, man kann es schon als Randale mit Orbot bezeichnen, mit der wir 638.000 Punkte gemacht haben, mit Wesker, Schwarz und überwiegend S und, nee, überwiegend, wir haben beides gleich. Fünfmal S-Rang, fünfmal Doppel-S-Rang. Das wäre die Versammlung. Die Minen, 448.000 Punkte aus unserer Randale mit Orbot. Und hier, ach, hier haben wir sogar sechsmal Doppel-S-Rang, viermal S-Rang. Okay. Das Dorf 492.000, etwas schade, knapp an den 500.000 vorbei, aber dafür auch 6 Doppel-S-Ränge und 4 S-Ränge. Die Ruinen immer noch 587.000 Punkte, ungeschlagen für ja eine Karte, die ich als etwas schwieriger bezeichnen würde. Und die Ruinen finde ich noch etwas schwieriger. Nur haben wir hier sogar 7 Doppel-S-Ränge und nur 3 S-Ränge. Die Versuchsanrichtung, 326.000 Punkte, der Highscore, auch durch Randale mit Orbot, was ich ziemlich krass finde. Das eigentlich ist es total wenig, aber für die Anstrengungen, hier überhaupt 150 Gegner zu töten, dann auch noch in der Combo, finde ich es da schon ein ziemlich gutes Ergebnis. Hier haben wir sogar 8 Doppel-S-Ränge und nur 2 S-Ränge. Es wird, umso weiter man nach hinten kommt, umso weniger S-Ränge haben wir. Das Raketengelände, das ist immer noch das Derbste, könnte man sagen. 498.000 Punkte, 2 an den 500.000 vorbei. Aber wie sieht's hier aus? 6 Doppel-S-Ränge, 4 S-Ränge. Auch ein ziemlich gutes Ergebnis. Und dann geht's weiter zum Schiffsdeck, wo wir 421.000 Punkte haben. Ja, muss ich ehrlich sagen, das lag wirklich unter meinem Durchschnitt. Es war eine ziemlich schlechte Runde auf dem Schiffsdeck, die wir da hatten oder die ich da hatte. Ich hatte ziemlich viel Pech mit den Gegnern, mit den Minen, also mit den Granaten. Ich habe keine einzige gute Granate gehabt. Höchstens die am Anfang, die Brandgranate. Aber ansonsten, ich habe nichts gefunden. Die Runde war eigentlich unglaublich schlecht, aber zumindest 150er-Kombo. Und dazu mit jedem Charakter ein Doppel-S-Rang. Die einzige Karte, wo wir überall nur Doppel-S-Ringe haben. Und jetzt auch noch nach unserer, gar nicht mal Randale mit Orbot, sondern nach unserer, ja, so gesehen zweiten Randale mit Wesker Stars. Auch im Gefängnis 531.000 Punkte. Und dazu noch 5 S-Ränge, 5 Doppel-S-Ränge. Finde ich eigentlich ziemlich krass, weil das ist ein ähnliches Ergebnis wie auf der, in der Versammlung. Nur, dass wir hier noch einen geringeren Highscore haben. Ansonsten aber ziemlich gleich, was die S- und Doppel-S-Ränge angeht. Moment mal, sind sie sogar genau die gleichen? Doppel-S haben hier die beiden besseren Chris, die beiden Orbots und Schäfer BSAA. Und hier? Hier ist es doch noch etwas anders. Hier hat noch Jill Kampfanzug und dafür der eine Chris nicht, aber okay, ansonsten passt das schon. Und dann würde ich sagen, ja Leute, das wär's dann mit Randale, mit Orbot. Das Projekt ist vorbei. Ich muss ehrlich sagen, ich find's ziemlich schade, weil ich habe sehr, sehr gerne Randale mit Orbot gespielt. Das war eine sehr große Herausforderung. Und der ein oder andere erinnert sich noch, am Anfang habe ich gesagt, in Randale mit Orbot möchte ich einfach nur alle 150 Gegner töten. Und zwar in der vorgegebenen Zeit. Das habe ich mir am Anfang vorgenommen. Einfach nur alle 150 Gegner zu töten. Das finde ich eigentlich krass, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Wobei ich auch sagen muss, es ist ja schon ein halbes Jahr her, dass ich mit Randale mit Orbot angefangen habe. Aber damals habe ich es selbst mit Orbot Wesker nicht geschafft, in der vorgegebenen Zeit, also die Zeit, die man vom Spiel aus bekommt, plus den Melee-Attacken, die man halt macht, alle 150 Gegner zu töten. Das finde ich eigentlich krass. Denn wenn man jetzt bedenkt, in meiner letzten Randale mit Orbot in der Versammlung zum Beispiel, da habe ich alle 150 Gegner in Combo getötet und hatte am Ende noch 7 Minuten über. Und als ich angefangen habe mit Randale mit Orbot, da konnte ich nicht mal alle 150 Gegner in der Versammlung töten, ja, und halt mit der Zeit auskommen. Ich habe es nicht mal geschafft, in der vorgegebenen Zeit diese Gegner zu töten. Da kann man mal sehen, wie sich das geändert hat in diesem halben Jahr. Aber hätte ich am Anfang gewusst, was auf mich zukommt, zur damaligen Zeit, ich glaube, ich hätte Randale mit Orbot, zumindest so, wie ich es jetzt gemacht habe, nicht angefangen. Wenn ich damals schon gewusst hätte, wie schwer doch die Versuchsanrichtung ist, wie schwer doch das Schiffsdeck ist oder auch das Raketengelände mit den 6 Ebenen. Oder auch im Gefängnis mit den Dicken, die ich ja zu der Zeit überhaupt gar nicht kannte, den Samurai und den anderen. Ich wusste nicht mal, dass diese Karte existiert.
Hätte ich das damals schon gewusst, ich glaube, ich hätte zumindest Randale mit Allbirds in dieser Form gar nicht erst angefangen. Aber jetzt letztendlich bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Und muss auch ehrlich sagen, ich hatte die ganze Zeit über Spaß dabei und ich würde mich sogar freuen, wenn es noch mehr Karten geben würde, die man hier spielen könnte, wo man noch Randale mit Allbirds weiterführen könnte. Aber ja Leute, es gibt nur 8 Karten und das bedeutet, Randale mit Allbirds ist jetzt vorbei. Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine Nebenprojekt gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mit Randale mit Allbirds anfangen und ihr habt euch auch auf jedes einzelne Video gefreut von Randale mit Allbirds. Ich habe mich jedes Mal gefreut, immer wenn ich eine üben konnte, wenn ich eine spielen konnte und natürlich auch, wenn ich eine hochladen konnte. Ja, ich muss ehrlich sagen, das war ein richtig geiles Projekt. Ich glaube sogar, das ist von allen Projekten, die ich bisher vom Kanal habe, mein absolutes Lieblingsprojekt. Randale mit Allbirds. Es ist nicht mal ein eigenständiges Spiel, es ist einfach nur Randale mit Allbirds, verdammt, aber es war einfach cool und ich bin schon ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist, aber naja, was will man machen? Ja Leute, dann verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle und würde sagen, adieu Leute und, ach ja, und ich hoffe, dass ihr nicht allzu traurig seid, dass Randale mit Allbirds jetzt vorbei ist. Ich meine, es ist doch vorbei, oder? Ich bin weg.